Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich versuche es jetzt mal aus NRW-Sicht wieder. Wir haben schon vieles geholt. Doppelungen werden sich heute nicht vermeiden lassen. Wir haben in Deutschland eine hervorragende Arbeitsmarktlage und wir haben auch hohe Beschäftigungszahlen. In der Gruppe der Langzeitarbeitslosen in Deutschland bewegt sich zum Teil weniger, beziehungsweise bestimmte Personengruppen verfestigen sich in diesem Bereich. Und wenn wir also gemeinsam feststellen, dass wir diese Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen mit den vorhandenen Vermittlungsstrukturen nicht oder nur unzureichend erreichen können, dann müssen wir die Vermittlungsstrukturen und den vorhandenen Instrumentenkasten prüfen und entsprechend anpassen. Ziel aller Maßnahmen und Programme muss es sein, den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen und damit in die sozialen Sicherungssysteme. Ich glaube aber, dass wir gerade bei diesem Thema, was uns allen wichtig ist, verschiedene Blickwinkel beleuchten müssen. Und ob Ihre Vorstellung, Kollegen der Fraktion Die Linke, die öffentlich geförderte Beschäftigung mit 200.000 Stellen auszubauen, die Lösung für die Beseitigung von Langzeitarbeitslosigkeit ist, wage ich zu bezweifeln. Wir müssen uns dabei nämlich auch die Frage stellen, ob wir nicht mitunter sogar diesen Bereich, diese Personengruppe in diesem System sogar verfestigen. Es gibt doch nicht den Normalfall von Langzeitarbeitslosen. Und es ist doch Teil dieser Herausforderung, dass wir es bei der Gruppe der Langzeitarbeitslosen nicht mit einer homogenen Gruppe zu tun haben, sondern es sind Menschen, die häufig mehrere Vermittlungshemmnisse haben, die auch dann unterschiedlichen Unterstützungsbedarf haben. Und es ist auch schon gesagt worden, die unterschiedlichen Erwerbslosenbiografien. Circa eine Million, die länger als ein Jahr ohne Arbeit sind. Fast die Hälfte ist mindestens 2 Jahre arbeitslos. Und wenn 20% 4 Jahre und länger arbeitslos sind, dann ist das keine gute Sache. Da müssen wir gucken, wie wir dem entgegenwirken. Und hier sagen wir, und so agiert ja auch schon die Bundesarbeitsagentur, wir müssen mehr nach den individuellen Potenzialen der Langzeitarbeitslosen schauen, die in den Blick nehmen nach Stärken, nach Talenten, nach Begabung und da den Betroffenen die Möglichkeit geben, dass sie diese weiterentwickeln können. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass Langzeitarbeitslosigkeit diese Personengruppe vielfach soziale Probleme begleiten, gesundheitliche Probleme, schulische Probleme, familiäre Probleme und deshalb gehört es zu uns in der Union oder für uns in der Union dazu, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Betreuungsintensität, Betreuungsqualität und auch Betreuungsdichte sich steigern lassen für die Akteure, die an diesem Prozess beteiligt sind, natürlich abgestimmt untereinander. Und ich bin auch der Meinung, und Sie wissen, ich habe 30 Jahre im Gesundheits- und Sozialbereich gearbeitet. Unterstützungsleistungen wie Schuldnerberatung, psychosoziale Beratung und anderes haben einen immensen Stellenwert in der Begleitung von Langzeitarbeitslosen. Häufig scheitern sie aber, weil es räumliche Entfernungen gibt. Hier wird dabei auch über Erfolg und Misserfolg von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose entschieden. Und deshalb müssen wir hier die Rahmenbedingungen setzen, dass auch hier räumliche Bündelung besser möglich ist. Wir schaffen mit dem Instrument der assistierten Begleitung eine sinnvolle ergänzende Hilfe. Das ist von allen schon angesprochen worden. Die Begleitung, die Beratung, ob es jetzt eine pädagogische, sozialpädagogische Person ist. Ich habe auch große Sympathien für die Gruppe von Menschen, die lebens- und berufserfahren sind, die schon in Ruhestand sind, die aber sagen, ich bin fit, ich bringe meine Kenntnisse, meine Fertigkeiten ein, ich übernehme Patenschaften für Menschen, ob junge Leute, die arbeitslos sind oder die Älteren und begleite sie. Das sind erfolgreiche Instrumente und
Deshalb glaube ich auch, dass wir mit diesem Instrument, was ja über den Zeitraum einer Maßnahme hinausgehen soll, auf dem richtigen Weg sind. Des Weiteren soll die Vereinbarung von Zwischenzielen möglich sein, im Sinne eines Stufensystems. Manches Training, ob in einer Berufsbildungsstätte, in Vereinen oder auch manches Praktikum, wo durch das Zusammensein mit anderen Menschen kommunikative Kompetenzen, Kritik- und Teamfähigkeit, auch die einfache Altersstruktur, Einhalten von Zeiten und Regeln gelebt oder wieder erlernt wird, ist dabei hilfreich. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen bei diesem Thema, dass die Hälfte der Langzeitarbeitslosen leider keinen Berufsabschluss hat. Also muss es doch unser Ziel sein, bei den Maßnahmen zu schauen, wie wir Langzeitarbeitslose ohne Berufsabschluss in einer Ausbildung vermitteln können und nicht einfach weiter irgendwie beschäftigen. Und ich meine, dass in der Gruppe der Alleinerziehenden wir ein gutes Beispiel finden, wie Instrumente, die schon auf den Weg gebracht worden sind, gut wirken. Ja, wir haben eine Zahl von 120.000 Alleinerziehenden in der Gruppe der Langzeitarbeitslosen. Für sie ist es notwendig, zum einen, dass Kinderbetreuungsmöglichkeiten vorhanden sind. Die haben wir mit Kita-Ausbau, Betreuungsplätzen, regionalen Netzwerken vor Ort geschaffen, vielfältige Möglichkeiten sogar. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Arbeitgeber so einbinden, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Pothmer? Im Moment nicht. Ich würde gerne erst den Gedanken zu Ende führen. Die Redezeit nicht zu Ende ist. Ein Umdenken wegen offener Azubi-Stellen findet bei den Arbeitgebern in unterschiedlichen doch schon statt, angesichts auch vom regionalen Fachkräftemangel. Und ein Beispiel aus meinem Wahlkreis, wo ein Bäcker, was ein Familienunternehmen ist, eine alleinerziehende Mutter durch verkürzte Arbeitszeiten, angepasst an die Kita-Zeit, die Möglichkeit bietet, Ausbildung als Bäckereiverkäuferin zu machen. Das sind gute Beispiele, dass Instrumente wirken und dass sich auch auf Seite der Arbeitgeber und der Handwerksbetriebe und Gewerkschaften einiges im Fluss ist. Sie wundern sich vielleicht, dass ich heute etwas milde bin, liebe Kollegen und Kolleginnen. Das Thema ist uns ja auch allen wichtig. Nur jetzt muss ich einen Punkt, und da geht es um die Finanzierung öffentlich geförderter Berufstätigkeit. Sie wollen ja den Eingliederungstitel deutlichst erhöhen und das durch eine Sonderabgabe von 0,5% der Lohnsumme seitens der Arbeitgeber. Also dazu kann ich wieder nur sagen, ein Bild aus der Landwirtschaft. Wie lange wollen Sie eine Kuh melken? Jeder weiß doch von uns, eine gesunde Kuh kann man nur begrenzt melken. Und auch unsere gesunde Kuh, die deutsche Wirtschaft, der Mittelstand, den kann man nicht unbegrenzt melken. Lassen Sie mich zum Abschluss sagen, Langzeitarbeitslosigkeit ist ein komplexes Problem. Darf ich das noch zu Ende ausführen? Das nicht einfach mit neuen Arbeitsmarktprogrammen oder der Ausdehnung der öffentlich geförderten Beschäftigung zu lösen ist. Vielmehr ist es erforderlich, ein Bündel von Maßnahmen in der Arbeitspolitik, aber auch im Bildungssystem räumlich gebündelt, vernetzt miteinander auf den Weg zu bringen. Deshalb greift Ihr Antrag aus unserer Sicht zu kurz und deshalb lehnen wir ihn ab. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Waltraud Wolf, SPD-Fraktion.